Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Teil von Ark Survival Evolved. So, und wir sind ja dabei, unser Haus weiter auszubauen. Bisher haben leider noch keine Spieler hier auf dem Server gefunden, aber das wird sich mit Sicherheit ändern, meine Freunde. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. 120 Slots stehen für euch zur Verfügung. Das Einzige, was ihr wirklich wissen müsst, ist, dieser Server ist absolut hart. Also Hardcore-mäßig, ja. Hier ist alles anders, als ihr es im Standard-Arc kennt. Oder aus dem Standard-Arc. So, es ist zwar schön und gut, dass ich jetzt hier wirklich Holz sammle bis zum geht nicht mehr, aber ich muss mir auch Anziehklamotten craften und so weiter und so fort. So. Aber es nutzt mir nichts. Wir müssen unsere Bude schützen. Hab ich mich verjagt? Mein Gott, ich habe gedacht, da kommt ein Raptor gesprungen. Die Raptoren sind ja im ersten Moment ja nicht schlimm, aber je nachdem, was das für ein Raptor ist, ne? So. Aber diese Fiomias, die brauchen wir auf jeden Fall. So ein Fiomia, den hätte ich gerne. Natürlich rennt jetzt hier keiner rum. Das ist echt übel. Was ist das denn für ein Fieder? Ein Trike, okay. Also sonst rennen die immer hier rum. Jetzt rennen die hier nicht rum. Ich weiß nicht warum. Aber unser Hausbau geht in die nächste Runde, meine Freunde. Wenn wir das Haus fertig haben, können wir uns um Essen und Heid bemühen, dass wir uns besser und lecker warm anziehen können. Und dann sind wir schon wieder fast auf der sicheren Seite. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch craften können. Nochmal zwei, wunderbar. Dann hätte ich sechs und dann sollte man die auch schon fast anwenden gehen. Ich werde mal meine Speere nehmen, denn ich bin echt der Meinung, dass jetzt langsam mal wieder die Titanomyra wiederkommen werden. Oder was uns auch immer da angreifen wird. Und dann müssen wir uns mal einen Tag nur mit Fiber beschäftigen und einen Tag nur mit Bären. Dass wir genug zu essen haben, zumindest mal vorerst. So, dann werden wir rein hier. Tür zu. Dann werden wir direkt da oben mal die Lücke schließen. Ich habe nämlich keine Lust, dass die Kameraden hier reinkommen. So, dann hier eine hin und hier eine hin. So, und jetzt können wir schon die oberste Etage ausbauen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ne? Wie viel habe ich denn noch? Drei. Sehr schön. Wenn wir da oben das noch ausbauen und das noch ausbauen. Ja, und wie gesagt, ihr seht es, wir kommen hier wirklich mit großen Schritten voran. Guck mal, hier sind 10.000 gegenüber 1.600. Das ist ein kleiner Unterschied, meine Freunde. Allerdings jetzt auch noch kein großer Unterschied. Unser Bett steht da und wir sollten uns um Fundament kümmern. Oh, da kommt ein Spucker. Dann bleiben wir mal kurz im Moment hier drinne. Den hätte ich... Ja, ich weiß nicht, welches Level haben wir denn? Wie viel brauchen wir denn noch überhaupt zum Levelanstieg? Nicht mehr wirklich viel. Kann ich denn sonst noch was craften? Was? Ah, hier, ich könnte mir eine Mütze craften. Das ist doch schon mal was. Eine Mütze ist besser als gar nichts. Dann werden wir uns die nochmal craften. Und dann werden wir uns einen Speer nochmal craften. Wir craften ja, um das wirklich da oben zu erreichen, aber ich sehe schon, wir müssen wirklich nochmal raus. Das nützt uns alles nichts. Wo ist der Scheiß Spucker? Der Scheiß Spucker ist da hinten. Das passt. So. Und unsere kleine Hütte wird was? Diese kleine Hütte wird irgendwann mal eine riesengroße Base, meine Freunde. Und dann ist das ja immer schön, wenn man mal die Anfänge sieht. So, ich werde jetzt noch mal ein bisschen Fiber und Beeren sammeln, weil mein Hunger geht doch schon wieder ganz schön in den Keller. Und deswegen schnell Dinge essen.
In der nächsten Station werden wir auf jeden Fall bauen die Flitsche und Feuer. Denn ich möchte jetzt langsam mal die ersten Tiere zähmen. So ein Schweig wäre ja nicht schlecht. Das könnte denn für uns Bären sammeln gehen. Aber wir haben noch keinen Sattel, ne? Genau, stimmt. Völliger Bullshit, also lassen wir das. Dann sind natürlich die Dingens wichtiger. Die Mia. Um halt Fiber zu sammeln. Also im Singleplayer hat der Mod funktioniert. Ich weiß nicht, ob der hier auch funktioniert. Angeblich soll der Multiplayer ready sein. Wir werden es ja sehen. Ich hoffe ja nicht, dass ich euch da angeschwindelt habe und habe gesagt, so hier kann man oder unsere Tiere sammeln Fiber. Aber es sollte generell so sein, ja. So. Dann gehen wir mal wieder was trinken. Und das sind auch schön, die Piranhas. Die werden wir uns auch als Fleischlieferanten nutzen, denke ich mir mal. Aber erst essen wir uns jetzt schön satt, damit wir über die Nacht kommen. Beziehungsweise müssen wir ja noch craften, um das nächste Level zu erreichen, ne? Ja, du kleine Schildi, ich weiß. So. Das sollte aber jetzt schon fast wieder an Bären reichen. Ich werde schon direkt wieder ein paar essen. So. Und dann werden wir jetzt wieder weiter Holz klopfen. Man muss ja erst ein bisschen sparsam sein. Denn wenn ich klopfe und crafte, komme ich ins nächste Level und wir haben ja noch Fleisch und das sollte uns dann reichen. Nein. Schon wieder kaputt. Ich weiß gar nicht, wie viel Flint wir noch haben. Müssen wir auch mal schauen. Ah, Flint haben wir noch. Einigermaßen. Ah, wir haben Level Up. Seht ihr das? Wunderbar. Was nehmen wir denn mal? Ich würde mal Ausdauer nehmen. So, jetzt auf jeden Fall, meine Freunde, habe ich gesagt, nehmen wir das Feuer. Das hätten wir eigentlich als erstes erlernen sollen. Und die Flitsche. Nehmen wir die Flitsche oder nehmen wir den Mörser? Ich bin mir da noch nicht sicher. Wir können auch schon Wasserleitung, aber Wasserleitung ist wirklich... ich nehme hier das Dach, hätte ich gerne. Genau, die Spike wohl brauchen wir noch nicht. Wir nehmen das Dach, jawohl. So, so soll es sein. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir jetzt natürlich Fleisch jagen gehen. Das ist noch besser. Beziehungsweise werde ich jetzt hier noch sammeln, Bären sammeln. Und wir werden natürlich unsere Wände noch zu Ende machen, das ist keine Frage. Und dann kommt das Dach. Upsala. Da habe ich das Mikrofon mal eben weggehauen. Oder weggeboxt. So, wir sammeln auf jeden Fall Stone. Wo habe ich noch Palmen? Da habe ich Palmen. Wunderbar. Also das passt also jetzt mit den ganzen Level-Ups und alles. Das taugt mir wirklich. So. Und es geht hier wie von der Hand. Direkt nochmal schauen, wie viel wir jetzt craften können. Ein nur. Schade. Dazu fehlt uns wieder. Wood. Wood ist wirklich hier Mangelware bei uns. Da wäre jetzt ein Mammut wirklich genial. Denn das Mammut entwickelt sich wirklich zu einem Farmesel, der wirklich Wood rausholt bis zum geht nicht mehr. So, weiter
Holz, Holz, Holz. Und Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Jawohl, Holz, Holz und nochmal Holz. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt ganz verhungern, meine Freunde, gehe ich jetzt zurück, denn ich bin auch schon recht voll gepackt wieder mit Zeugs. Werde jetzt noch die letzten Walls, ich kann wieder zwei craften, wunderbar. Werde meine Lanze nehmen und werde dann Richtung Heimat laufen. Und dann werden wir den Grill noch bauen. Und ja, dann können wir erstmal etwas essen, bis dass der Hunger gestillt ist. Aber diese Tante Mia scheinen ja wirklich jetzt weg zu sein hier. Oh, da läuft ein Spucker. Der kleine Lappen. So, ja, Walls. Wo setzen wir die Walls hin? Wo hätten wir die gerne? Ich hätte die gerne... Ja, ist eigentlich grobs wie gesprungen, wo wir die hinsetzen. Ich setze hier eine hin. Dann setze ich hier eine hin. Und hier setzen wir eine hin. Dann war es das auch schon fast. Dann hoffe ich jetzt, dass ich genug habe, noch für Feuer zu machen. Feuerchen. Eine Feuerstelle, jawohl, können wir machen. Craft Item. Dann schauen wir, wo wir das Items-Zeug hernehmen. Hier. So, und wir setzen das Feuer hin, das werden wir hier in der Ecke setzen. Feuer hinplatzieren, wunderbar. Und jetzt können wir uns auch schon mal direkt unserem Fleisch widmen. Das werden wir jetzt hier alles rausnehmen und direkt braten. Denn ihr seht es hier schon, 17 Spoiled Meat. Das brauchen wir natürlich später für Narkotis. Dann werden wir jetzt hier mal Holz reinsetzen. Und dann machen wir direkt schon mal Feuer, damit wir das jetzt braten können. Und wie wir das Fleisch essen, das seht ihr in einer anderen Folge oder in einer späteren Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.